Ja, kommt schon bald. Ich gebe mein Bestes. Ganz ruhig, Harmon. Ganz ruhig. Du kannst in der Zwischenzeit mal ganz kurz das Ding da hinten reparieren. Wäre mal so ein bisschen sinnvoll. Bam, Balliste. Zack, Mission erfüllt. Ich glaube, das ist einfach nur für mehr Loot, ne? Okay, Fundstücke sammeln, habe ich gerade ein bisschen verkackt. Wir haben noch Explosiv-Kunais. Die haben wir vorhin aufgesammelt, wo auch immer die sind. Feuerfassbombe, auch okay. Die darf hier gern mit explodieren. Wenn da jemand reinspringt, soll das einfach bumm machen. Wasserfassbombe, einfach daneben. Passt schon irgendwie. Alter, ich bin hart überfordert. Das heißt, wenn ich da hinten gehe, kann ich die Dinger ballern, ne? Hier ist der Kraftofen. Genau. Ich glaube, damit kann ich auch nochmal schießen. Das müssen wir danach auf das Apex-Monster ballern. Kann ich dich umstellen irgendwie? Dann schießt halt direkt nach vorne, auch in Ordnung. Gut, dann brauche ich hier eine Kanone. Habe ich gegebenenfalls eine Wimpernanlage selbst. Yes. Maschinenkanone. Das klingt gut. Gönnen wir uns. Du bist auch nicht automatisch, aber das ist okay. Kann ich hier drüben noch ein bisschen ballern? Und doch. Ne, hier habe ich das hingestellt. Scheiße. Die temporären sind wirklich nur temporär. Okay, das heißt, wir müssen irgendjemanden hierher locken, damit wir den Drachenspeer einsetzen können. Okay. Der Gong ist gerade nicht aktiviert, aber wir müssen die Explosionskunais haben. Okay, das ist die letzte Welle. Ich weiß. Es war jetzt nicht mein Plan, Leute durchzulassen. Nur so nebenbei. Boom, Bitch. Der ist direkt gestaggert. Ich glaube, ich habe hier nur noch automatische. Ich kann hier gar nicht mehr selber schießen. Da sind sie. Okay. Wenn die runterkommen, auf die müssen wir gehen. Zack. Fuck. Zack. 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 Damage. Damage. Und Drachenspeer geht nicht so weit. Fuck. Direkt verkackt. Shit. Okay. Warum heißt eine Katze Atombombe? Weil sie Sachen explodieren lässt. Okay. Erstmal mich heilen. Und danach, ich glaube, mit dem Wimperding feuern. Maschinenpistole. Go, go. Ja, ich weiß, es ist rot. Übrigens, an Nubitsche, willkommen im Stream. Feuer! Die Rapidfeuer ist wirklich nur direkt vor mir. Dann schießt man schneller. Und wir haben den Seitenbinder. Zack, komm her. Streu, voll, ja, ins Gesicht. Machine Gun, oh fucking P. Und du wagst es nicht, mich anzugreifen. Bam, Festungsstufe hoch. Wunderbar. Irgendwas bekommen? Ich glaube nicht. Vielleicht ist noch jemand, der möchte auch nochmal abgefeuert werden. Aus 3 Kilometer Entfernung, Snipe Machine Gun incoming. Da rechts ist noch einer. Wir müssen auch noch mitgehen. Aber erstmal das Fliegevieh umboxen. Come on! Please die! Oh, da ist er sehr auf den Boden geknallt. Kann ich von hier aus schießen? Da hinten kann ich, glaube ich, hinballern. Yes! Sehr, sehr gut. Sehr toll. Haha! Da ziehe ich ihn erstmal ran mit meinem Seitenschussbinder. Okay, wunderbar. Das läuft super. Diese fucking Maschinenkanone rettet uns gerade das Leben. Apex dazu ausgesichtet. Okay. Boah, puff. Uff, hat er gerade einfach alles da vorne umgeboxt. Das ist mies. Okay, ich würde sagen, Machine Gun regelt. Zack, Seitenschuss geht nicht so weit. Au! Wie jetzt? Kann ich hier nicht Seitenschussen? Okay, warte. Nicht gut. Nein! Turbo zerstört! Das waren 2 Schläge von ihm! Nein! Well, we dead, son. Oh, never mind. Es geht noch weiter. Okay. Nein! Bleib hier! Du fucking Lutscher! Okay, da muss ich mich halt persönlich mit dir messen. Ich habe leider den Kraftofen nicht nutzen können. Aber hey, was soll's? 1v1 me, noob! Oh mein Gott, Musch! Scheiße! Oh yeah, so ist hinüber. Wir haben noch welche. Das ist gut. Es ist einfach Stufe 2. Geht das hier noch weiter? Ich dachte immer, ich hätte dann direkt verloren. Aber scheinbar kann man da auch nochmal ein bisschen durchbrechen. Okay. Ruf mich in die Gefahr. Ja, gerne, Meister Utsushi. Nichts lieber als das. Oh, fuck. Atombombe? Timmy? Irgendjemand? Apex, auch okay. Auch okay. Okay, kurz ausweichen. Solange der auf mich geht, ist alles in Ordnung. Vor allem haben wir hier nochmal eine wunderbare Blitzbombe. Bam. Wunderbar, nochmal reingerannt.
Sehr schön. Und jetzt kann ich hier nichts Neues legen. Oh mein Bambu, scheiße, ein Leid. Yes, oh fuck, da kommen auch nochmal da hinten neue. Okay. Das ist auch nicht gut. Da hinten ist noch was. Sehr schön. Dann nutzen wir das da. Schnell hin. Das ist nicht schnell. Das rennt ihr einfach durch. Nein. Blitzbombe. Schnell. Gucken gerade alle. Sehr gut. Und jetzt bin ich hier. Den da. Meister Otsushi. You can do this. Help me fight. Okay, Gegensignal leuchtet nicht mehr. Aber er ist vergiftet. Wir wollen reiten. Das sieht gut aus. Nicht mit dir, sondern mit denen hier. Bam. Hi. Hat es geklappt? Hat geklappt. Okay, dann müssen wir hier mal ganz kurz einmal reinboxen. 400 Damage. Das sieht gut aus. Und den haben wir hart umgeboxt. Das war nicht Ziel der Sache. Scheiße. Okay, weil wir hinten nichts hingebaut haben, weil ich nicht wusste, dass das geht, ist mir auch gerade im hier ist nichts, okay. Harten Nachteil, weil hier nichts mehr ballert. Wir haben keinen Machine Gun. Das heißt, wir nutzen kurz die Zeit, um zu sagen, wir haben hier automatische Waffen. Komm mit hin. Ballert für mich. Ballert sie hart um. Ich habe eine Hoffnung. Das ist, dass ihr ordentlich reinhaut. So, Yumoki. Yumoki, hört mein Gebrüll. Das sieht gut aus. Yumoki, komm her. Du darfst mitkämpfen für uns alle. Rettet mich und rettet das Dorf. Weil ich habe es verkackt. Abwehrkanone. So, und jetzt haben wir ein Gegenschlagsignal. Wunderbar. Machine Gun ballert. Yumoki, du Yonatmoki, wie du reinballerst. Könntest du mal aufhören, dieses scheiß Tor anzugreifen? Niemand hat darum gebeten. Fucking hell. Ja, genau. Komm her. Komm her, komm her. Das ist gut. Da kann ich das Ding wieder drauf schießen. Ich muss mir mal ganz kurz einmal wetzen. Ja. Hast du nochmal von vorne Rise angefangen? Warst du nicht schon weiter? Nee, nee, nee. Ich bin, hab einfach weitergespielt. Ich hab das mein erstes Apex-Monster. So, ich sehe, wie links das Tor angegriffen wird. Da müssen wir mal ganz kurz Monster Hunter spielen. Alles klar. The best Monster Hunter of my fucking life. Let's fucking go. Tor darf nicht kaputt gehen. Hab ich noch eine Drachenspeer da? Ich glaube nicht. Was Belastendes. Effekt der Jagdanlage beendet. Nicht gut. Dann kommt hier kurze Schockfalle hin. Und ich hoffe, der kann da reinkommen. Na, das sieht sehr nach nicht aus. Scheiße, wieso kann der nicht in eine Schockfalle gehen? Alter, macht der Damage. Okay, dann noch was. Na, jawohl, schöner Schlag. Danke, danke. Blitzbombe. Ganz kurz heilen. Ich darf nicht nochmal drauf gehen. Weil ich habe nochmal ein bisschen Gegenschlagsignal gerade. Das heißt, eigentlich müssten wir das nutzen für mehr Damage. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Apex-Monster wirklich hart zuschlägt. Ich komm nicht ran. Alter, nicht auf das Tor. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das Tor einfach nicht anzugreifen? Danke. Fucking schön. Boom. Wunderbar. Haben wir noch irgendjemanden hier drin? Wir haben nichts. Ja, haben wir. Noch gerade Hallo gesagt. Ich sehe ihn nicht. Okay. Hast du dich gerade festgebackt? Das ist auch okay. Hauptsache, du stehst da und gönnst einmal richtig hart. Okay. So, Gegenstandanlage läuft noch. Das heißt, wir müssen hier weiter reinballern. Und wir nutzen weiter, sobald der Richtung Tor geht, sowas wie Blitzbomben, dass wir auch gut reinballern können. Wir haben, glaube ich, noch das Maschinengewehr, was wir auch noch... Nein, nicht nach vorne rennen. So haben wir nicht gewettet, mein Freundchen. So, jawoll. Dankeschön. Au, egal. Hauptsache, wenn der uns schickt, ist es noch besser, als wenn er das Tor schickt. Uns können wir heilen, das Tor nicht. Und ich weiß nicht, wie viel das Tor hier noch hält. Komm schon. Hier ist ein Wimpernfeuer, das lässt ihn vielleicht sogar staggern. Also wenn ihr hierher kommt, ist gar nicht mal so kacke. Kurz halt. Unten bei der 2 ist ein Schalter für die Wimpernkanone. Was? Unten bei der 2? Jawohl, danke. Hast du gesagt. Hast du gemeint? Geh mal hin. Hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. Spaltender Wimpernschuss. Let it. Da kann ich nicht hinschießen, oder? Doch, come on! Boom! Danke für den Hinweis! Motherfucking Explosion ins Gesicht, Bitch! So, jetzt muss ich eigentlich mal wieder schärfen. Allerdings geht gerade das Gegenstandsignal noch, also auch einfach
Treiber ist eine Option. So, und das heißt, du stehst gerade wieder sehr, sehr da vorne. Wie wär's, wenn du das einfach nicht tust? Hier, guck mal, Blitzbombe. Dankeschön. Ich find's sehr belastend, dass er... Ja, ich weiß, dass das übel ist. Holt sich nochmal eine Falle. Ja, da hinlaufen. Gute Idee. Geradeaus. Angriff. Jawoll. Der hat 6000 Damage und er hat alles einfach ignoriert. Oh, fuck, ich bin verwirrt. Atombombe. Ah, da ist noch ein Monster. Wieso ist das hier? Nicht gut. Wieso kommen jetzt noch mehr? Das ist noch viel mehr. Oh, no. Das ist wahrscheinlich dafür steht, dass ich es wenig... Oh, da hat sich rausgeduckt. Nicht gut. Ich glaube, ich hätte einfach nur mal meine Maschine gerade irgendwo aufbauen sollen. Und aber, ne, jetzt gerade haben wir noch Gegenstandssignal. Das ist eigentlich dumm, nicht zu nutzen. Könntest du aufhören, dieses Tor zu fokussen? Ich stehe vor dir. Ich unternehme doch schon so viel, wie ich kann. Ist halt nur nicht viel. Scheiße. Ich muss mich trotzdem heilen. Okay, das hat zumindest funktioniert. Warte, wir haben noch ein paar Bomben. Das ist zumindest etwas, was wir machen können. Ich bin verwirrt, Atombombe, das sage ich dir, glaube ich, auch immer. Ja, ja, leider schon. Okay, die haben einfach das Ding explodieren lassen. Okay, der stellt sich wieder da drauf und schreit wild. Das ist der Moment, wo wir nochmal kurz das Gegenschlagssignal ausnutzen können. Hoffe ich. Scheiße. Jawohl! Jawohl! We fucking did it! Oh. Alter, der wollte aber auch einfach nicht sterben, wa? Alter fucking Schwede. Danke für den Schalter, sonst wäre es wahrscheinlich nicht gut gegangen. Nicht gut ausgegangen für das Tor. Das sah schon sehr kaputt aus. Uff. Uff. Okay, also A... Ich wusste echt nicht, dass das erste Tor durchbrochen werden kann und wir immer noch überleben. Das hat uns aber ein bisschen Arsch gerettet, weil wir sonst halt maximal tot wären. Ist hier oben noch irgendwas, das ich das nächste Mal weiß? Ah, eine Position zum Draufsnipern. Okay, ich glaube, sowas wie eine Armbrust ist, glaube ich, auch bei der Verteidigung eine sinnvollere Waffe als ein Langschwert. Sagt die ich stehe einfach oben und ballere mit drauf. Guck mal, hier hätten wir was hinstellen können. Oh! Ich muss unbedingt... häufiger Randale spielen und so ein bisschen trainieren. Hey! Ich glaube, da kommt es, was es heraufbeschwört. Sexy! Wir nennen es ab jetzt Chloroform, okay? Okay. Das Tier ist kein der Ugly. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also das Maul ist kein der Ugly, ja, aber der Rest ist ziemlich cool. Einfach nicht ins Gesicht schauen. Wie bei deiner Mutter. Okay, also, erledigt. Verteidige das letzte Tor. Gerade so. Verteidige maximal mehr Adresse mal. Bleibe ohnmächtig. I did it. Erlege den Apex. Irgendwie geschafft. Ja, Status-Anomalien 4 von 6. Ach, weil K.O. auch mit dazu zählt. Ja, okay, dann wir es erzielen können. Nutze Drachenspeer, Spaltwürfe. Ich habe doch Drachenspeer genutzt. Also die schrägen Drachenspeer. Naja, egal. Okay, A-Rang. Ist es immer noch A? Ah, alles klar. Edelstein. Danke, danke. Gönnen wir uns. Das heißt, das ist basically jetzt High Rank, oder? Edelstein sollte nicht New Rank sein, glaube ich. Ah ja, einfach eine Papiertüte über den Kopf, während man reinsticht. Das habe ich schon andersweitig gehört. Ich wollte jetzt nicht in deine Butter reinstechen, aber wenn du das machst, okay, gerne.
Gönn dir. Meine Stimme ist übrigens gerade ziemlich weg, weil ich ziemlich rumgeschrien habe, weil das sehr fucking scary war, was hier passiert ist. Uff. Aber gut. Immer geschafft. Gehe ich halt wieder weg. Das Monster war sicher ein Drachenältester. Wieso sind wir ihm zuvor nicht begegnet? Wir brauchen Antworten. Weil sie sehr selten sind und schwer aufzuspüren, ab und zu auch einfach in dem Gebiet nicht sind, wo sie sein sollten. Und noch etwas macht mir Sorgen. Chinoas Reaktion auf das Monster. Es scheint, als habe sich Chinoa mit ihm verbunden. Ah, wir kommen in Avatar. Also Pandora und so. Chinoa konnte schon immer Minotos Gefühle spüren, sogar über Distanz. Wir nennen es Verbindung. Aus irgendeinem Grund hat Chinoa sich nun mit dieser Bestie verbunden. Plot Convenience! Die Gilde wird das durchaus untersuchen, Afro Bauer. Du kannst nun 4-Sterne-Quests annehmen. Wenn du dich darum kümmern könntest, würde uns das enorm helfen. Eins noch. Versuch bitte, Minoto aufzumuntern. Seit sie wieder im Dorf ist, weint sie ununterbrochen. Ah, ich klebe einfach irgendwo an den Rand. Nicht auf der Arbeit weinen. Oder auf der Toilette. Komm erst wieder raus und nicht mehr weinst. Und dann passt das. Easy peasy lemon squeezy. So wie es ein guter Auftraggeber macht. Hi. Übrigens, der Grund, warum du, glaube ich, dachtest, dass ich weiter bin, ist, dass wir hier hinten jetzt Queststufe 6 freigespielt haben bei der da und bei dem da Queststufe 3, also jetzt 4 damit. Das geht scheinbar noch nicht 1 zu 1 über, aber das scheint jetzt auf jeden Fall ein neuer Rang zu sein, so Zwischensequenz und so. Moin, my ass. Okay, hi. Es tut mir leid, dass ich allen Sorgen bereitet habe, Chinoa so zu sehen. Ich bin okay. Um Chinoa solltest du dich sorgen. Die Verbindung mit dieser schrecklichen Kreatur hat sie sehr belastet. Ja, bei so einer ugly Kreatur sehe ich das ein. Gibt es auch einige Porno-Kategorien zu, Miss? Ich war machtlos gegen ihre Schmerzen. Nie zuvor bin ich mir so nutzlos vorgekommen oder so hasserfüllt gewesen. Ich bitte dich, Afropower, verfolge diese fürchterliche Kreatur und vernichte sie. Verzeihung. Wollen wir nicht erforschen, warum sie das macht und vielleicht einfach nicht random Opfer töten. Okay. Meine Gefühle lassen mich meine Pflicht vergessen. Afropower, es sind nur 4-Stände-Quests für dich verfügbar. Ich erinnere nochmal, dass 4-Stände-Quests als hochrangig gelten. Ah, yes, okay. Es stehen nun auch hochrangige Randale-Quests bereit. Diese höherrangigen Quests sind sehr anspruchsvoll. Wir werden dir alles abverdanken. Ich wünsche dir viel Erfolg. Okay, erstmal ein paar. Stimmt, es gab die optionale Nebenquests. Ich erinnere mich. Ja, gönn mir, gönn mir. Du bist nur Wissenschaftler. Was weißt du schon über Informationen sammeln? Nix scheinbar. Gar nix. Okay, das heißt, wir haben endlich Low Rank abgeschlossen und wir haben jetzt High Rank. Was wie gesagt bedeutet, theoretisch könnten wir ab jetzt mit Leuten online spielen. Wenn es noch Leute gibt, die das Spiel spielen. Ich bin da ja immer ein bisschen spät dran. Um die Low Rank Quests durchzusuchten auf online. Okay, das heißt, du hast auch nichts Neues. Das heißt, wir hätten hier einfach nur die Option, weiter Tigrex zu boxen und Diablos und die ganzen anderen Quests. Ich glaube, das machen wir noch mit. Es gibt mir weiter, während ich coole Quests mache, neue Ausrüstungsgegenstände, um mich zu verbessern, irgendwie in High Rank reinzukommen. Weil meistens sollte man für High Rank doch ein relativ sinnvolles Set haben, bevor man sich dann da in den Tod stürzt. Ja, okay. Bunte Sachen schmieden. Geht klar. Ich habe immer noch keine Items, dachte ich mir, nichts Neues, habe ich wenigstens Geld, um jetzt Tränke zu kaufen. Ich habe immer noch, Kräuter, das heißt, ich kann auch einfach selber die ganze Scheiße herstellen. Das ist gar nicht mal so doof, sparen wir Geld. Was ich ja nur für irgendeinen Scheiß, ich hatte die Kraft und Panzersamen ausgegeben, also gar nicht für eine Scheiße und wirklich für sinnvolle Dinge. Das macht sogar halbwegs Sinn. Okay, passt. Wir können die Dinger noch nicht verbessern, oder? Keine Ahnung, wo das mit wäre. Erstmal stellen wir kurz ein bisschen Zeug her. Das wird ein Megatrank sein. Maxi-Trank, ne? Genau. Gar nicht mal so doof. Wir haben jetzt die ganze Zeit diese ganzen Dinger nicht benutzt. Es ist nur High Rank, also es sollte auch noch theoretisch ohne gehen. Aber es schadet jetzt nicht, hier nochmal ein bisschen vorbereitet zu sein. Okay, Dämonenpulver, ja, nee, Panzerhaut. Ich habe kaum noch Diamanten. Okay, die müssen wir mal wieder mitbekommen.
Den Dämmergrasknospen. Ah, Lebensstaub. Nice. Das ist neu, oder? Es hat eine Wolke, die für dich und jeden in der Nähe sehr viel Gesundheit heilt. Okay. Das ist dasselbe, nur besser. Okay. Dann ist das nur die Herstellungsart anders von mir aus. Bogenbomben, ja, gut, schön. Da. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Mojo-Clown, haben wir noch nicht von mir aus. Okay. Wunderbar. Dann würde ich aber beinahe sagen, dass wir erstmal Schluss machen, weil mein Kopf mir sagt, ich muss auch wieder schlafen gehen und die sich ansammelnden Schweißperlen auf meiner Stirn auch mal, ich sollte mich nicht überanstrengen. Ich würde sagen, also entweder nehme ich nachher, also entweder zocke ich nachher mit Andreas. Oder aber ich streame nachher nochmal, das werden wir dann sehen. Bis dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch Bescheid, wie mit dem in die Kommentare. Meine Stimme tut hart weh vom ganzen Schreien, aber ich hatte echt Panik. Wie man vielleicht gemerkt haben könnte. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.